Die Lebenshilfe Region Judenburg lud vergangene Woche zu einem Pressetermin. Anlass dazu war die Präsentation des Autismus-Behandlungszentrums der Lebenshilfe. Im Beisein von Landesrätin Doris Campus und Landtagspräsidentin Gabriele Kohler stellte man das neue Wunschkind der Lebenshilfe Region Judenburg nun genauer vor. Seit 2013 haben wir erkannt schon, dass die Lebenshilfe oder die Region Obersteiermark West dringend Bedarf hat an einem Autismuszentrum, an Therapie, an Beratung, und wir haben die Konzepte geschrieben, wir haben das erkannt und haben das eingereicht, und mit der Landtagspräsidentin, mit unserer neuen, mit der Gabi Kohler, die hat uns da wirklich tatkräftig unterstützt, und die Soziallandesrätin Magister Doris Campus hat es erkannt, dass die Obersteiermark jetzt dieses Zentrum braucht, und wir sind ganz stolz drauf und freuen uns aber auch für die betroffenen Eltern und Familien, dass sie einfach nicht mehr so weit nach Graz fahren müssen, sondern zur Lebenshilfe Region Judenburg kommen können. Die Therapien finden im neuen Autismusbehandlungszentrum in Judenburg im ehemaligen Wirtschaftskammergebäude statt. Es gibt einen Informationsraum, Räume für Einzeltherapien sowie einen Raum für Gruppentherapien. Die Leistungserbringung erfolgt ab dem dritten Lebensjahr. Die Autismusexpertin Rebecca Peinold unterstützt betroffene Familien bei der Erstellung der Therapiepläne sowie bei der Durchführung von Therapien. Für Soziallandesrätin Doris Campus ist die Schaffung des neuen Autismusbehandlungszentrums in Judenburg ein gelungenes Beispiel für die Regionalisierung der Sozialpolitik. Das beste Beispiel, dass ich nicht nur über die Dinge rede, sondern dann auch Daten folgen lasse. Und regionalisierende Sozialpolitik ist mir ganz wichtig. Sehr viele Menschen, die nicht gerade auf die Sonnenseite des Lebens gefallen sind, haben natürlich auch finanzielle Probleme, haben Mobilitätsprobleme. Und deswegen, ich regionalisiere sehr stark. Das heißt, ich möchte, dass man nicht, wenn man etwas braucht, von mir immer nach Graz fahren muss. Und deswegen, wir haben jetzt in Judenburg das zweite steiermarkweite Autismuszentrum eröffnet, weil gerade Familien, die ein behindertes Kind haben, da ist das Thema, wie kann ich nach Graz, wie komme ich zu den Therapien, eine große Herausforderung ist. Und deswegen, ich freue mich sehr, und es ist vielen hier zu verdanken, die dafür gekämpft haben. Und mit der Lebenshilfe haben wir einen sehr wichtigen und guten Partner finden können, und das wird ein guter Tag für die Obersteiermark. Ab 1. Oktober kann ich auch, wenn ich betroffen sein sollte oder jemanden in der Familie habe, kann ich in das Zentrum nach Judenburg kommen und kann die entsprechenden Therapien erhalten. Der lange Atem der Lebenshilfe Region Judenburg hat sich bezahlt gemacht. Mit dem offiziellen Start am 1.10.2019 wird mit diesem Angebot eine Versorgungslücke im Bereich Autismus geschlossen.